Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den Chemnitzer FC. Endstand 1:0 für den FC Hansa Rostock. Und wir bitten den Gästetrainer Kaewo Jędrasek um sein Fazit für das, zum Spiel. Ja, also man muss natürlich feststellen, wenn man nur einmal gefährlich aufs Tor schießt, dann nehme ich den Schuss von Anton Fink in der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeit. Und dann letztendlich aber nicht mehr zwingende Torchancen sich herausspielt, dann hat man es letztendlich auch nicht verdient, hier in Rostock was mitzunehmen. Ja. Dass das Spiel dann durch einen besonderen Schuss entschieden wurde, so ein Spielverlauf, passt dann vielleicht auch in die aktuelle Situation. Für uns gilt es jetzt einfach, den Mund abputzen zu sehen, dass wir unser Lazarett jetzt einfach wieder leer bekommen. Weil auch im heutigen Spiel schon frühzeitig durch den Wechsel von Frank Löning uns dann auch ganz einfach später die Alternativen gefehlt haben, um nochmal auf diesen Spielverlauf zu reagieren. Das muss man schon so klar einschätzen und ich denke, da kommt diese Pause jetzt erstmal ganz gelegen. Vielen Dank, Herr Jędrasek, für Ihr Fazit. Christian Brandt, herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Perfekter Heimeinstand. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit schon richtig Gas gegeben, hatten ganz, ganz früh schon eine große Chance durch den Sofian Benjamina. Dann auch so zwei, drei Gelegenheiten, wo wir die Führung verpasst hatten. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt, nochmal mehr Druck gemacht. Und dann sind wir, glaube ich, auch verdient in Führung gegangen. Und ja, in der einen Szene da mit dem Tobi Jenik haben wir nochmal eine große Chance. Es hätte durchaus auch höher ausfallen können. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Vielen Dank, Christian Brandt. Es ist Zeit für Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Keine Fragen. Dann vielen Dank für Ihren Besuch. Wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann 2016 wieder.